Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review und ja, ich habe diese Karte gezogen. Diese Karte habe ich vor wenigen Minuten gezogen und ich dachte mir, komm, mach ein Review dazu, weil das ist einfach eine insane Karte. Eto'o, ich hatte ja schon seine 91er Karte, ich glaube auch gezogen. Jetzt habe ich ihn hier bekommen, die 96er rechter Flügelkarte, habe ihn zum RM gemacht, hoch, geringe Workrates, ist jetzt ein Linksfuß, den wollten wir nicht. 5-Star, absolut geisteskrank, hat absolut brutale Werte. Er kann nur auf dem Flügel spielen, aber bringt diese Werte mit, was absolut brutal ist. Ich habe ihm Deadeye gegeben, einfach um Schusswerte vor allem mitzunehmen und auch ein bisschen so das Passen, wobei man eigentlich da nicht viel anfassen kann bei dieser Karte. Dribbling-Werte sind überragend, Weltklasse, sind absolut geistesgestört, genauso wie Kopfballpräzision, Sprungkraft, Ausdauer, Stärke ist vielleicht so ein Manko. Man könnte ihm vielleicht auch ein bisschen Stärke und Aggressivität pushen, aber ansonsten ist es ein brutales Tier. Mit dem Team gehen wir rein, wir spielen ihn auch auf dem Flügel, glaube ich. Ja doch, wir müssen ihn auf dem Flügel spielen und vielleicht testen wir ihn auch mal im Sturm. Wir sehen jetzt schon, sein Pace ist wirklich überragend. Absolut unaufhaltbar und leider gibt es ja nicht die Vorlage. Schade. Aber super, super schnell. Und die Gegner quitten immer, bevor ich überhaupt irgendwas zeigen kann mit Eto'o, Mann. Das ist schon das dritte Spiel. Oh, diese Geschwindigkeiten, dann verschiebt er den Torwart und ich komme leider nicht zum Gedankenfurz. Und kann ihn leider nicht reinmachen, aber wir behalten es uns im Hinterkopf. Und wieder ein Rage Quit, nachdem ich 2-0 gemacht habe. Ich krieg keine Chancen mit dem Spieler. Und da haben wir Eto'o. Das erste Mal vom Tor und er macht ihn rein. Er macht ihn direkt rein, dritte Minute. Kurzer Antäuscher und dann Finesse-Schuss mit links. Er ist ja Linksfuß mit in dieser Karte. Und Tor. Da haben wir wieder die Annahme und der Schuss war sehr, sehr gut. Aber Dude kommt da wie auch immer noch an den Ball. Da haben wir es. Oh Gott, Eto'o, den kann man mal reinmachen. Schwacher Fuß, er hat 5-Star Weak Foot. Der hätte durchaus reingehen dürfen. Das war nix. Jetzt wieder Eto'o, schwacher Fuß, diesmal auch nicht drin. Wieder Dudek da, wie auch immer er den hält. Kopfballfähigkeit von ihm, ja auch nicht schlecht. Aber Dudek ist ein absolutes Tier gerade. So, jetzt aber. Der muss und der geht rein. Der Gegner ist wahrscheinlich nix, weil das war easy zu verteidigen eigentlich, aber nun gut. Er lauert immer so ein bisschen direkt an der Grenze zum Abseits. Da sieht man ihn die ganze Zeit lauern. Und das lädt natürlich für gewisse lange Pässe, Line-Strike-Pässe ein. Schöner Pass da, aber seine Pässe kommen sehr gut, leider. Der wird nix und der, oh Gott, wir haben hier so viel Pech einfach, es müsste schon 5-1 stehen. Der Pass war nicht optimal, aber wird auch nicht zum Tor, schade. Eto'o, jetzt aber. Jetzt muss er aber rein, dann geht er auch rein. Also, vorm Tor. Mit dem rechten Fuß hat er irgendwie komischerweise bei mir bis jetzt ein oder andere Mal nicht getroffen, was eigentlich ein sicheres Tor hätte sein müssen, aber nun gut. Mit links sind die Dinger brutal. Da, okay, mit rechts. Nehmen alles zurück. Nehmen alles zurück, mit rechts gehen sie auch rein. Ja, das meine ich mit seinem rechten Fuß. Das meine ich mit seinem rechten Fuß. Irgendwie wirkt er nicht wirklich so, als wäre das ein 5-Star Weak Foot. Wobei, ja, das war auch ein schwerer Schuss. Okay, gebe ich ihm, aber irgendwie schon ein bisschen enttäuschend. Also hätte zumindest aufs Tor gehen können oder so. Ja, da haben wir die Vorlage. Da haben wir die Vorlage für Zambrotta. Wahrscheinlich hätten wir es auch selber machen können. Aber es hat sich einfach angeboten, da den Pass zu spielen. Und der war einfach super gespielt, auch mit seinem schwachen Fuß. Und schönes Ding einfach. Da haben wir wieder die Vorlage für Eto'o. Rot getimed macht Riquelme das Ding rein. Rot getimed. Genau deswegen fliegt der Ball so dumm über den Torwart und geht rein. Also ja. Okay. Oh ja. Oh ja, da ist irgendwie was auch immer da los war. Aber er macht ihn rein. Auch mit dem schwachen Fuß.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, haben wir das schön gemacht. Aber er macht nicht das Tor. Mann, schade. Aber wunderschön gespielt. Da haben wir es. Da haben wir es. Rechter Fuß. Er macht ihn ganz easy rein. Komm vors Tor. Erster Schuss. Tor. Er macht die Dinger. Jetzt macht er sie auf einmal doch. So, der nächste Rage Quit nach 31 Minuten. Gegner hat gar nichts zu melden gehabt. Und ich würde sagen, wir gehen ins Fazit. Ich würde mal ein kürzeres Review, würde ich jetzt einmal behaupten. 3 Spiele habe ich noch. Ich mache jetzt nicht. Oh Gott, oh Gott. 1 Million Verträge. Was kann ich zu der Karte sagen? Er macht enorm viel Bock und ist enorm stark. Also wirklich, da habt ihr eine Karte, wenn ihr den abgeschlossen, wenn ihr den gezogen haben solltet, kriegt ihr da eine Karte, die euch bis zum Ende durch FIFA hält. Also das ist ein wirklich sehr, sehr guter Flügelspieler, aber auch ein sehr, sehr, sehr guter Stürmer. Wir haben ihn am Anfang auf dem Flügel gespielt, dann im Sturm. Entschuldigung. 7 Spiele, davon habe ich 1 schon gemacht. Das war nach 2 Minuten abgebrochen. Also 6 Spiele. Dann war 1 eine 5-0-Klatsche, die ich kassiert habe, die ich dann relativ schnell gequittet bin. Dann können wir sagen, 5 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen. Und kein einziges Spiel ging bis zum Ende, meines Wissens nach. Kein einziges. Und deswegen können wir sagen, eine absolut brutale Karte. Der geht nicht umsonst für 2,5 Millionen Coins weg. Und ich verabschiede mich. Bis dann. Und tschüss.